Servus, weißt du, von heute. Ich bin jetzt quasi in so einem Heidelandschaftsgebiet, ja, beziehungsweise auf den Weg dahin. Da haben wir gedacht, nehme ich die mit, ich will ein paar Fotos machen von dem leuchtenden Heidekraut. So der Plan, ja. Genau, schauen wir uns mal ein wenig um. Bis dabei. Jo, mein Alter. Ja, das ist quasi der Anfang. Zumindest so wie der vorhin packt. Also es gibt ja mehrere Anfänge. Ich habe jetzt da quasi angefangen und jetzt checken wir mal die Lage. Hey. Das wirst du jetzt nicht sehen, Alter, aber da geht die fette, alte, ja, fette Spinnweben geht da durch. Genau, und ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich warte auch noch nicht, ja. Schauen wir uns mal um, sehen wir schon. An dem Tier war quasi gerade so ein Schüttel, dass es ein Kreuz hat, den auch gibt. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht umeinander liegen am Dach, ja, weil denen ist zu warm. Das ist wieder so ein Zeckenweg. Ja. Aber weißt du was, von nichts kommt nichts, ich schaue jetzt trotzdem dafür hin. Schau mal, sehen wir schon, da blüht schon überall. Das Heidekraut, hey. Ja. Hammer. Ah. Ja. Hey, voll gut, oder? Hey. Ja, der brauche ich jetzt bloß einmal ein cooles Plätzl, weil ich mir mal schnell noch Zecken anschauen kann. Ja. Jetzt bin ich quasi da auf der Heide, hey. You mean. Ja, der Weg nimmt kein Ende. Da haben die fetten Schmetterlinge drauf. Das ist unglaublich. Ja. Also wenn du so Insektenfreund bist, hey, ja, da muss ich da schon was entdecken. Hey. Sag einmal. Ja, ich gehe aber jetzt da nicht rein, weil ich da nicht rein gehe. Ich bleib am Weg, ja. Da sieht man das genauso. Aber das ist unglaublich. Hey. Ich kann jetzt zwar nicht wissen, was das für Schmetterling ist, aber das ist sensationell. Oder wegen was vom Hochschachten. Also gut, der schaut jetzt nicht so aus, aber das erinnert mich trotzdem ein bisschen dran. Ja. Guck mal, Radlfahrer, ey, Hammer, du. Das ist unglaublich, dass ein Radlfahrer kommt. Der überall. Der ist jetzt tatsächlich ein Eidechsel. Schau, da. Siehst du eh nicht, gell? Und da ist auch ein Eidechsel. Da ein lauter Eidechsel. Ja, das ist quasi das Eidechsen-Wunderland. Eidechsen-Wunderland. Ja, und da haben wir jetzt mal ein Foto. Hammer. Ja, mein Plan ist jetzt, ich renne jetzt quasi der Führe, ne? Und dann so um mich und dann auf der anderen Seite wieder unten. Ja, genau. Das ist überall das Heidekraut, gell? Da und da und da ist auch so, weil ich letztens schon im Wald gesagt habe, dass da verschiedene Farbnuancen haben. Und das pinkenste, ja, ist da hinten halt, also lila halt, da oben. Ich bin bloß gespannt, wie weit das der Weg geht, weil ich will ja den anderen wieder zurückgehen. Ja. Also der Weg ist mit der kurzen Hosen irgendwie doch nichts. Ja, aber ist das, was das ist? Top. Habe ich gar nicht abgesehen. Und überall die Eidechsen, überall. Ja. Da fliegen die fetten Käfer umeinander. Ja. Also richtige Brummkäfer, Alter. Also, ja. Da habe ich jetzt natürlich kein Hirschkäfer, aber ich habe jetzt natürlich auch keinen fotografiert, weil die quasi voll umeinander fliegen. Da. Das ist der Hammer. Ey. Ja. Also, das sind Käfer, sind ja quasi nette Insekten. Ja. Da vorne waren mal Websen. Ne? Und ansonsten sind da lauter Bienen wahrscheinlich, ja doch. Ja, wilde Bienen, alles da. Alles da. Hammer, hey, das ist echt. Ja. Echt cool. Echt cool. Weißt du, was noch cooler war? So, wenn der fette Nebel ist und so. Ne? Alles im Nebel, hey. Und der Mond und so ein Werwolf, hey. Und da machst du ein fettes Foto, du. Ja, oder ein paar Nackerte. Hammer. Fette Schmetterling, sieht man, dieser ist. Ja, halt eine normale.
Heute habe ich wenigstens was zum Trinken dabei, ja. Ist schon so eine Wüstenlandschaftssteppe. Ja, das sind der Holzschrecken. Ja, ich glaube, dass das die blauflügige Ödlandschrecken ist. Ja, weil das so ausschaut. Jetzt kann ich es aber auch nicht fotografieren. Die fliegen umeinander, haben hinten blaue Flügel. Ja, da, keine Ahnung, ey, voll krass, du. Wahnsinn. Da kannst du bloß auf die nur noch Flecken irgendwelche fett coolen Holzschrecken fotografieren. Ja. Da ist irgendwas Insekten. Nein, noch nicht. Ja, aber ich mal ja weiter. Ne? Bienen. Sonst habe ich einen Wildschweintritt gesehen und ja, ein Pferd. Ja, Pferd und Radlfahrer. Ja, die Sonne knallt her, das ist unglaublich. Das ist quasi fett hot. Ich komme mir vor, wie echt in irgendein Wüstending hin. Ja, da ist auch der fette Baum. Aber da müsste es hingehen. Also ich gehe aber nicht da durch, ja. Da ist jetzt das schön lila. Und wenn du jetzt das anschaust da, siehst du, wie verbrennt quasi das schon da vorne ist. Ja, jetzt ist das aber auch farbenfroh. Weil ich quasi hergegangen bin, war das richtig Ding. Aber wenn ich die anderen sehe, wie schön farbig das da ist, dann siehst du erst einmal, wie ausbrennt das ist. Ne? Und ich weiß es nicht, ob das jetzt erst lila wird oder ob das jetzt schon vorbei ist. Ich meine, dass das fast schon vorbei ist, ja. Ja, durch die Sonne und so. Genau. Ja, aber jetzt gehen wir mal weiter, um ich weiß, was wird. Alter, das ist ein fette Ameisenloch. Ne, das ist wahrscheinlich einer mit seinen Nordic Walking Stecker gewesen, oder? Es ist tatsächlich, keine Ahnung, ey. Das ist so ein reicher Artenschatz da. Ja, also da muss ich echt mal herfahren und dann bleibe ich quasi auf einem Quadratmeter und check die Lage, was da alles so gibt. Da ist jetzt das Heidegrad noch so richtig cool. Ja. Richtig lila. Schau das mal an. Hammer. Echt cool. Ja, jetzt bin ich quasi am Ende des Weges angekommen. Für mich halt. Am weitesten Punkt und das gehe ich quasi auf der anderen Seite wieder zurück. Also das meiste, was ich da quasi an Tiere gesehen habe, war echt der Wahnsinn, war das mit der blauflügigen Ödlandschrecken. Also eine mit Radiflügeln habe ich nicht gesehen. Und sonst eigentlich auch nichts anderes, aber die haben da überall, hey, die fliegen da weg. Ja, und die Käfer da, die fetten, da habe ich keinen gesehen. Also da hat irgendwie, ist da keiner gelandet. Ja. Ja, genau, flieg weg. Ja. Hammer. Ja, mein Freund im Internet, hey. Danke, dass du dabei warst. Ich muss ja quasi noch vier da. Hab jetzt ein paar coole Fotos gemacht, hoffe ich. Waren von anderen Seiten bessere. Ich weiß nicht, was mir jetzt davor noch erwartet. Ja. Nächstes Mal gehe ich da ein paar Insekten fotografieren, also die Ödlandschrecken und so. Ja, und was sonst noch ist. Aber mit einer langen Brennweite. Da weiß ich bloß 28 mm drauf, dass ich so die Weiten mache und 35 mm halt hinten in den Rucksack drin. Aber so, also hätte jetzt nicht recht. Das hätte das Kraut nicht fett gemacht für dieses Unterfangen der Fotografie vor Insekten. Ja, sag einmal, Leute. Genau, und ich watschle jetzt da durch. Alter, ist das eine Hitze, du. Eine Hitze, ja. Watschli jetzt da durch. Da ein Vogel, da machen wir dann noch ein Ding. Da ist, glaube ich, gerade auch so ein Ding drüber geflogen. Ein Rotmilan oder so. Hat zumindest so ausgeschaut. Ja, mal jetzt da noch eine Fotografie. Die Fotos sind dann in meinem Blog, ja. Und ansonsten, was ist dann von da aus? Hey, letztes Fetz aus der Oberpfalz. Ich fahre dann noch was kaufen. Weil ich heute am Burgergrill Lagerfeierl mache heute und dann freue ich mich, dass ich hier war. Ja, also dann bis dann. Tschüss.